Oh, ein bisschen lauter. So. Okay. Wollen wir mal ein Bild bekommen? So, Freunde, damit moin und hallo und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Livestream heute im Train Simulator 2000, keine Ahnung, nein, Classic meinte ich. Ja, heute auf der neuen Strecke Sandpölten-Linz von RSSLU, die teuerste Strecke, die ich mir bis jetzt in meinem Leben gekauft habe für Train Simulator. 36,99 Euro kostet die, kriegt ihr bei RSSLU im Shop zu kaufen, aber ich glaube, ich habe keinen Link reingemacht, ich werde das nachträglich noch reinmachen. Wir werden heute die neue Strecke testen, unter anderem haben wir eine neue Baureihe, die ganz neu dazugekommen ist, und zwar die ÖBB 1116 der Taurus 2 Familie. Werden wir heute testen auf der neuen Strecke, die ja, 190 Kilometer lang sein sollte, 5 Aufgaben mitgeliefert. Einmal eine Güterzugumfahrt, Gütertransport, Hauptverkehrszeit, ja, J544 und Winterparadies. Ich denke mal, wir werden 13 Abend spielen. Wie gesagt, so allerspätestens bis 21 Uhr. Ich habe zwar heute frei gehabt, aber ich muss morgen früh wieder zeitig raus und arbeiten. So, aber bevor es losgeht, Freunde, gibt es jetzt auch erst einmal kurz eine Insta-Story. Und aber dann, Freunde, aber dann geht's los. Eigentlich wollte ich den selbst erst morgen machen, aber ich habe mir entschieden, heute ihn doch zu machen. So. So, Freunde, wir sind live auf YouTube. Lienko, heute die neue Strecke im Test von Sandpölten nach Linz mit der neuen ÖBB 1116 von RSSLU. Schaut gerne vorbei, Lienko, YouTube, und wir sehen uns. So. Freunde, ich muss noch mal ganz kurz meine Zigaretten holen. So. Ach, Freunde, bis jetzt gab es jeden Tag einen Livestream. Ist das nicht krank? Es ist richtig krank. So, und wir wollen mal ganz kurz was gucken hier. Und zwar muss ich das hier mal ein kleines bisschen leiser machen. Müssen wir da mal reinschreiben, dann wenn wir soweit sind, ob das dann alles ja, funktioniert oder ob es nicht funktioniert. So. Genau. Aber guck mal, alles sicherlich schon hin. So. Mal gucken. Zu trinken gleich noch schnell eine Sonne. So. Okay, Freunde. So. Und dann geht es dann auch schon los. Ich werde mir diesmal mal zum Beispiel meine Brille aussetzen, dann sehe ich die Signale und alles andere hoffentlich besser. So. Gut, Freunde. So, erste Fahrt, Güterzugumfahrt mit der ÖBB 1116, 35 Minuten Szenario. Ja, dritte Schwierigkeitsstufe. Fahren Sie einen Güterzug von Pottenbrunn nach Pöllpochlachen oder wieso? Gute Fahrt, alles klar. So, dann machen wir mal. Bei feinstem Wetter vorher morgen. Genau, Regensburg, Nürnberg. Werbung heute mal im Hintergrund mit der Baureihe 440. Oh, auch sehr schön. Schöne Baureihe. So. Genau. Gut, dann wollen wir mal ein bisschen die Strecke testen und mal gucken, wie sie so ist. Haben wir dazu schon ein Video angeguckt von jemandem von Flanky oder wie der YouTuber heißt, der auch Lokführer ist.
und habe mir, glaube ich, das Szenario angeguckt, was wir jetzt fahren. Aber ich habe jetzt auch nicht so allzu richtig aufgepasst. Habe mir aber die Beschreibung bei RSSLU durchgelesen und wie gesagt, neue Fahrzeuge und allem dann sind alles mit dabei sein. Ja, das ist auch nicht das Szenario. So, an diesem Morgen wirst du einen Güterzug nach Pechlaren fahren. Der Zug ist soweit vorbereitet und fertig zur Abfahrt. Beachte auch, dass die PCB auf der mittleren Zugart eingestellt ist. Ja, das kriegen wir hin. So, hier unsere neue Taurus, der Familie Taurus 2. So, Ausfahrt steht schon. Wir werden Ziffer PCB 1. Neu mit Steuerung und 7 können wir, glaube ich, die Zug. Shift 7 kann man den Modus ändern, mittlerer Zugart 70. Richtungswender ist vorne. Wir werden die Instrumentenbeleuchtung noch ein bisschen anschalten. Mal kurz gucken, ob außen die Leuchtung an ist. Außen ist die Beleuchtung an. Zugschlusstafeln sind auch dran. Ja, da sind auch hier diese neuen Waggons, diese ja, Schieber, also die werden so aufgeschoben. Ich glaube, Italien, die kommen aus Italien oder irgendwie so. Dafür ein Zeichen hier. Okay. Achso, das Zeichen. Ja, diese Schiemannmenswaggons, keine Ahnung. Okay. Symbol ist auch interessant. Ja, so, hier kommt noch ein Cityjet vorbei. Der ist nicht fahrbar, der mitgeliefert wird. Ja. Achso. Man sollte vielleicht die AFB erstmal anschalten. AFB. So, können wir auf Ausfahrt 100 schalten. Durchschnitt dürfen wir sowieso nicht fahren. So, und dann würde ich sagen, wir werden mal losfahren. Ist ja alles funktioniert. Taurus braucht immer eine Weile, bis er anfährt. So, jetzt geht's los. So, dann wollen wir nach außen gucken. Sieht soweit alles ganz gut aus. So, gucken wir auch, ob alle Glühwangen hinterher kommen. Das funktioniert. So. Wenn wir mal langsam losfahren, ist eine Ankündigung, Zug die muss man bestätigen, glaube ich. Zug beeinflussen. Ich hoffe, das passt alles mit dem Sound, vor allem wenn es zu laut sein sollte, dann müsste es mir reinschreiben. So, dann geht's los. Nach Pechlaren. Abstand gleich 4. 39 km haben wir heute. So, Ausfahrt gleich mit 100. Und dann geht's los. Hilfe. Ja, hallo. Super. So, befreit haben wir uns auch mal. Genau. Ich werde euch auch dann später mal die Karte zeigen. Die sieht nämlich auch sehr interessant aus. Aber Freunde, ich muss erstmal ganz kurz was gucken. Kurz gucken, ob der Chat funktioniert. Der Chat funktioniert. Perfekt. So, dann geht's weiter. Wir werden jetzt auch nicht allzu übertreiben mit der Beschleunigung. Das ist ja ein Güterzug. So. Ja, geht's los. Wollen wir mal eine neue Strecke testen? Ja. Auf der höchsten Grafikeinstellung nehmen wir meine Rape heute mal von Skizzes. The Way. Albinka, guter Geschmack. Habe ich mir heute gekauft. Keine Ahnung, wie toll die war. Aber die schmeckt hervorragend. Ja, Freunde, viel zu erstrecken kann ich euch jetzt auch nicht erzählen. Ich weiß nur, die ist im Westen von Österreich. Schnellfahrstrecke und auch Ruderverkehr. S-Bahn-Verkehr, Regionalbahn-Verkehr, Güterverkehr und Fernverkehr ist hier viel unterwegs. Also ist wirklich hier viel unterwegs, teilweise viergleisig, aber haben im auch zweigleisige Spuren oder auch eingleisige Spuren. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? 190 Kilometer Streckennetz, wie gesagt. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Ja, mitgeliefert das fahrbare, also das, der fahrbare Zug ist der hier, wo wir gerade drin sitzen. Die ÖBB Baureihe 1116, der Taurus 2 Familie, auch mit Doppeltraktion. Und Schwierigkeitsüberschreitung, um zu verarschen, auch zu üben.
schwarze Bären. Nee. Mach mal sagen. Bei der heutigen Fahrt wird die Stadt Sandbrücken umfahren, sodass der Zug nicht durch die Stadt fährt. Dass auch die Hauptbahnhof nicht erreicht wird. Die heutige Fahrt wird 20 Minuten länger sein und ist in der Realität bereits im ETCS ausgestattet. Aha. Okay, na, wie gesagt, ich kenne mich hier in Realität auf der Strecke hier nicht aus. Ich kann halt nicht viel dazu sagen. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ein Fahrzeug hier. Wir haben viele, viele neue Güterwagen geliefert bekommen. Unter anderem zu einem hier hinten, dem Pferd, die mitgefahren sind. Auch andere Güterbahnen, die wir vielleicht noch sehen werden. Der City Jet wird mitgeliefert, ist aber ein SKI. Dann eine Rangierlokomotive von der ÖBB, weiß ich jetzt nicht, welche Zukunft das hat, wird auch mitgeliefert, auch als KI. Taurus, kein Taurus, sondern die Vectron, also Baureihe 193. Auch in der ÖBB-Lackierung wird auch mitgeliefert, auch als KI-Fahrzeug. Und ja, dann auch noch CityJet-Wagen, also Neuwagen, und ja, die CityJet-Wagen eben halt als Intercity-Wagen von der ÖBB dann mitgeliefert. Genau, auch schön die Windkrafträder hier, das läuft schneller als das hier, auch cool, dass daran gedacht wird. Wunderbar. Ja, dieser Strecke relativ teuer. 37,99 € bei RSSLO. Steam gibt es die Strecke noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie auch noch bei Steam nachgeliefert wird. Ich weiß es nicht. Also jetzt, wo ich vorhin noch geguckt habe, 18 Uhr, aber meistens 18 Uhr war Release-Datum. Oh, ÖBB, Vectron 2, Vectron und eine Taurus 2. Interessant. Interessant zu kommen. Aber jetzt auch mal die Taurus gesehen, die mitgeliefert wird, aber wie gesagt, mal als KI. Könnt ihr euch aber auch kaufen in der RSSLO-Shop, die kostet 20 Euro. Mit dieser Lackierung. Genau. Ja, wie gesagt, ich habe mir vorher ein Video angeguckt. Aber wie gesagt, sonst mehr auch nicht. Aber ja, sieht schön aus. Also die Strecke auf dem Video sah schön aus. Aber ja, gefällt mir bis jetzt auch. Abgesehen, ja, das ist so eben halt, ne, die haben halt keine Fläche und keine Gläser. Abgesehen hier so ein bisschen, finde ich ein bisschen schade, aber sonst muss ich sagen, sehr hoch detailliert. Wenn man mal so guckt, eben halt auch sehr weiträumlich und allem drum und dran, wenn ich überlege, wie weit man gucken kann, wie die der Strommäste gehen, hier die Autobahn, auch interessant, auch ein bisschen Abwechslung an Fahrzeugen, ja, SIFA funktioniert, PZB funktioniert auch, in der obersten, in der untersten Zugart, AFB funktioniert, LZB, ja, wird auch funktionieren, weiß ich jetzt nicht, weil wir fahren jetzt gerade nicht auf einer LZB-Strecke, aber irgendwann wird es auch funktionieren, ja, wie gesagt, Taurus 2. Die 1116 fahren wir gerade und ja, sehr schön. Ja. Fenster kann man aufmachen. So, macht aber kein Zapperschild, wäre ein bisschen schade. Okay. Ja, los, kann man auch ein bisschen runter machen. So. Hier hinten Fenster kann man auch runter machen. So. Ja. Ja, sonst. Ah, schön, auch der Sichtertaster ist animiert. Finde ich schön. Genau. Wie gesagt, und das ist ja die niegelnagelneue Lok von RSSLO. Die gibt es nicht mehr einzeln zu kaufen, soweit ich weiß. Taurus 2. Ich weiß gar nicht, ob die auch in Deutschland unterwegs ist. Oder nur in Österreich. In Deutschland ist ja Taurus 1, die 182. Also ist ja von der DB der Baureihenname. Österreich ist das die 1016, glaube ich. Wenn ich jetzt einen Scheiß erzähle, dann müsst ihr mich mal korrigieren. Die Karte sieht so aus. Ja, so. Ja. Genau, ich glaube, wir fahren auch hier lang. Oder irgendwie so. Keine Ahnung, irgendwie so. Genau. Sonne rein, ob detoniert.
das Streckennetz. Auch sehr schön. Notausgänge. Nochmal Notausgang. Nochmal Notausgang? Meine Fresse. Die ja. Die 100 Meter Notausgang. Interessant. Auch schön, wie hier die Oberleitung auch verbaut ist. Eine Nummer dran. Finde ich sehr schön. Ja. Schön. Gefällt mir. Das kann man natürlich auch anmachen. Das funktioniert auch alles. Ja, so, sonst weiter gibt es nichts zu sagen. Ja. Wie gesagt, Aufgaben werden für ein Stück mitgeliefert. Und ja, aber alles im Tempo 16. Wie gesagt, das ist die einzigste fahrbare Lokomotive eben halt im Szenario. Ja. Marcel schreibt, hallo Marcel, schön, dass du da bist. Freut mich, ich hoffe, dir geht es gut. Ich freue mich schon mal, vielen lieben Dank für den ersten Daumen nach oben, Dankeschön. Habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Danke, danke, danke. So, typisch Österreich, lange Tunnel. Interessant, naja. Wollen wir mal. Ja, sind auch ein recht langer Güterzug, ne? Wir sehen ja auch auf drei Monitoren. Das war gleich nach außen gehen, dann kann ich nicht, kann ich nicht nach außen schalten. Wegen Tunnel, manchmal funktioniert das ja bei manchen Strecken. Freunde, müsst ihr, schreibt mir mal bitte rein, ob das mit dem Sound so passt rein drin. Taurus. Achso, schreibt da. So schön, dass es gut geht. Freut mich. Ja, was ich auch sehr schön finde, eben halt ja, System ÖBB auf B1, dass das alles angezeigt wird. Kilowattstunde, unsere Zugnummer steht drin, das Datum, gut, das ist nicht das heutige Datum, aber das Datum, was zu sagen, spät 2015. Und die Uhrzeit, ne, auf der Sekunde, alles eben halt original getreut. Wunderbar. So. Mein Bruder ist. Ah, naja, ist doch schön. Was hat er für PC? So, jetzt muss man den Stromabnehmer einmal runternehmen. So. Und wir müssen uns da mal ausfallen lassen. Hier muss er schon mal oben unten sein. So, wir dürfen ihn dann jetzt wieder hoch machen. Wir müssen abwarten. So, ist wieder oben. Hauptschalter rein. Gut, jetzt sind wir sowieso zu schnell. Auch Schalter, Stromabnehmer ist wieder oben. Was erscheint? Ja, geht. Okay. So. So, was schon mal runter. Vielleicht kann es auch wieder ganz hoch gehen. Man kann gleich mal sehen, ob wir alles richtig gemacht haben. Aber den Hauptschalter habe ich eigentlich. Das schon direkt jetzt ja. Jetzt ist er geschlossen. Jetzt hat es richtig knack gemacht. So, ja, funktioniert wunderbar. Sehr gut. Wunderbar. Sehr schön. Und da, du scheinst da. Gibt's hier Gas? Ja, jetzt gibt's da. Wunderbar. Genau, wir fahren jetzt heute über Sandpölten oder irgendwie so herum. Hat er ja uns gesagt oder erzählt. Und dann, ja, weil er nicht will, dass wir durch die Stadt fahren. Das glaube ich auch ziemlich cool wäre. Das könnte man uns mal die Stadt angucken, aber dazu wird es natürlich wahrscheinlich auch noch Szenarien geben. Genau, Freunde, Sonntag kommt dann zu auch nochmal eine Folge hier von der Strecke. Welches sein wird, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch noch schnell was zusammenschustern und dann wird das sicherlich gut werden. Sicherlich. Ganz sicherlich. Ja, Gott, ich muss aber auch noch Aufnahmen machen. Wegen sind hier schön. CSB und 3 LS-Aufnahmen. Das kann ja was werden. Ach, morgen viel zu tun.
Dann. Ratten hier sauber machen, ein Aquarium muss man Wohnung sauber machen. Sandwechsel, Wasserwechsel und Fische fangen. Und meine Krebse auch rausholen. Fangen oder garnieren. Naja, wird schon. Vielleicht gucken wir mit den Spannungswerken hier einen nochmal dran. Sieht echt gut aus. Gefällt mir. Geile Zeitangabe. Naja. Dann ist das so. So. Und der nächste Pullen. Wunderbar. Irgendwie läuft doch irgendwas. Haben wir LZB an oder was ist das hier? So, das ist schon mal detoniert. LZB ändert, die war die ganze Zeit an. Flug B1. Ist ja auch interessant. Cool, was ist das denn hier? Sieht auch sehr interessant aus. Entweder der Tunnel wird noch gebaut oder zurückgebaut, ich weiß es nicht. Sehr interessant aus. Okay. Ich habe auch noch nie gesehen. Cool. Das ist schon interessant. Keine Sichtverzahnungsbremsung. Löst aus. Oh, jetzt noch eine Sichtverzwanger, Alter. Oh Gott, jetzt muss ich den Berg anfahren hier. Himmel, Alter. Kann auch was werden. Was schon die Lüftung kaputt jetzt? So. Haben wir schon grün oder so, je nachdem, wo wir jetzt lang wahrscheinlich lang fahren, ne? Aber wir fahren anscheinend. Ne, wir fahren hier rum. Wir fahren rechts lang. So, haben wir eine Zwanze bekommen, wunderbar. Passiert. Verschmuddelt auch der Zopf ist am Boden. Wunderbar. Ah, schon cool die Strecke. Gefällt mir jetzt schon sehr gut. So, da ist aber grün. Dann kann man beschleunigen. 18 Kilometer noch, bis so zum Halt. Beschleunigen wirklich und bremsen tut die Karre echt gut, muss man echt mal sagen. So, das ist das Vorsignal, das zeigt grün, also das heißt, jetzt ist Hauptsignal, das war Vorsignal, dieses Hauptsignal ist grün.
wunderbar. Sehr schön. Aber auch die Beschilderung, wie gesagt, ich das weiß ich nicht, abgesehen jetzt hier die Zahlen, das sind die Kilometertafeln. Aber sonst alles andere kann ich jetzt nicht damit anfangen, aber es sieht echt sehr realistisch aus, muss man echt sagen. Also echt cool. Coole Sache. Aber so rechts und links, wenn man so mal nach rechts und links schaut, eben halt, ne? Details, ist schon echt geil. So, grünes Hauptsignal, grünes Vorsignal. Also das heißt alles wieder grün und kann man ohne Bedenken erstmal weiterfahren. Links irgendwie Industrie. Wird doch Amazon sein. Ja, wer weiß, wer weiß. Oder zumindest großes Lager. Oder Zalando oder was auch immer. Keine Ahnung, was da so alles in Österreich ist. Wird schon was Besonderes sein, nur die laden wahrscheinlich die Lizenz da nicht dazu haben. Da kommen auch ein paar wahrscheinlich Regionalbahnstationen vorbei. Bahnhöfe sind auch wirklich gut, das muss man echt sagen. Schick, schick, schick. Gefällt mir. Ah, richtig gute Strecke. Schön, schön, schön. So. Ja, weiß ich nicht, das soll irgendwie eine Erweiterung sein für Westösterreich. Also muss ich mich mal ein bisschen erkundigen über RSSLU, was das genau für eine Erweiterung ist. Sandpölten, Linzarbeiter, aber Sandpölten ist doch gar nicht mehr in Österreich. Wo ist denn das, in welchem Land? Oder ist das Grenze? So, hier kommt die Rangier-Lokomotive, die mitgeliefert wird. Das ist nicht. Doppeltraktion, Holzbahn. So, die sind nämlich auch neu dazugekommen. Und das heißt neu, ich glaube, die gab es schon vorher. Aber eben halt, es gibt gewisse Wagen, die eben halt einen neuen Anstrich bekommen haben. Oder so noch nicht gehabt haben. Zumindest laut Beschreibung zumindest. Kann ich so das definieren oder das wiedergeben, was in der Beschreibung stand. Freunde, wenn ihr keine weiteren Transporter-Videos oder sowas verpassen wollt oder TSW-Videos, könnt ihr natürlich sehr gerne den Kanal abonnieren. Jeden Sonntag kommt ein Transporter-Video und auch regelmäßig die Woche Transporter oder TSW-Livestreams, die sogenannten Zugabende bei mir. Genau, wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und keine weiteren Videos. Ja, zu verpassen und dass ihr eben halt nur Nachrichten bekommt. Ja, kann ich euch eben halt nur mitgeben, aber wie gesagt, Freunde, eure freie Entscheidung ist es. So, jetzt sind wir in Tunnel rein, auch sehr schön der Tunnel hier. Draußen ist eine Burg, wunderbar. So, 11 Kilometer noch und dann sollen wir da sein. Schick. Schön, schön, schön. Aber muss ich sagen, kam auch unerwartet die Strecke von der RSSLU. Also war jetzt nicht große Ankündigung oder so. Ich habe zwar ich habe die Woche Montag oder war es Sonntag letzte Woche, ich weiß es nicht. Eins von den beiden Tagen habe ich von RSSLU eine E-Mail bekommen, dass es eine neue Strecke geht ab dem 3.11. Und ja. Wollte ich euch natürlich zeigen, weil die Strecken von RSSLU sind auch wirklich schön und zu Österreich ist ja auch noch dieses Gebiet, wo ich auch gerne unterwegs bin mit dem Zug. Ja.
weil der eben halt auch, ja, also sind halt sehr vergleichbar eben halt mit dem deutschen Schienennetz, sagen wir es mal so. Was zumindest die PCB, LCB anbetrifft, AFB, SIPA. Ja. Beschilderung ist ein bisschen anders, aber ist jetzt auch nicht übertrieben oder extrem übertrieben viel, sagen wir es mal so. Genau. Alle sind wirklich schön, ey. Da sehe ich mich schon wieder irgendwas Schönes zusammenschustern. So, bla, tut mir leid. Alles gut, alles gut. Marcel. Alles gut. Gucken, Bodenneigung. Ja, Bodenneigung ist da, wunderbar. Ah, sieht schon wirklich schön aus, muss man sagen. Jetzt Bach, wieder Bach. Das überqueren. Und wieder eine Strecke dazu. Ah, schon schön. Bestimmt die Schnellfahrstrecke. Ah, ist auch schön. Von wo fahrten wir aus? Von Frankreich? Von Frankfurt am Main. Schön mit dem ICE 3 schön nach Paris fahren. Würde ich auch gerne mal machen. Und wollen. Rechnen, wie viel wir gespart haben. Ja, ich weiß nicht, mit dem Zug, also wenn man relativ früh glaube ich buchen tut, dann ist das glaube ich schon günstiger als mit dem Flugzeug, würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, ob das, dass man im Flugzeug auch einen Frühbucherrabatt oder sowas machen kann, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bei Deutschland geht es ja, wenn du im Monat vorher das Zugticket buchen tust, jetzt zum Beispiel von Frankfurt am Main, Hauptbahnhof nach Paris, ja, kommst du wesentlich günstiger weg. Als würdest du an dem Tag erst die Fahrt buchen halt, ne? Und zeigt sich bestimmt dumm und dusselig. Also ich weiß, von Frankfurt am Main Hauptbahnhof gibt es eine Verbindung, eine IC-Verbindung nach Paris. Central. So, dann muss du hin. Wunderbar. Wunderbar. Also ich bin in Hannover, wir fahren mit dem 10 nach Saarbrücken und dann von der Brücke nach Paris. Aha, okay. Naja, oder so. Ach, Hannover ist. Holst du nach Hannover oder was? Ah, Paris ist eine schöne Stadt. Also, muss man sich mal angeguckt haben. Waren leider Gottes doch nicht da. So, was sehe ich da? Was grün-gelb ist. So, da muss man langsam bremsen. Die Bremsen schauen aber rein hier. Himmel, Heiligen, nee. So, wir waren eben für 40. So, ich möchte aber nicht nach Paris mit dem ICE. Was willst du sonst fahren? TGV oder mit was fährst du dann? So, ich glaube, das war 40. Zug beeinflussen. Ankündigung. Weil ich mich jetzt nicht richtig, richtig entsinne. Aber mit TGV kann man, glaube ich, auch fahren. Wissen Sie aber jetzt nicht, ob er von Saarbrücken aus fährt, aber wird sein. So, ich will mal
gleich TGW Duplex. Naja. Ob der Duplex fährt, weiß ich nicht, aber TGW, ich gehe ganz stark davon aus. Ja, TGW, die fahren halt auch so 300 halt, ne? Das machen die ICEs nicht. Die fahren maximal 100, 250 oder 280. Also ein Lokführer, der hier mal im Chat mit drin war, wo beim Mäschen mal mit dabei war, der hat mir gesagt, dass die ICEs ein Betriebssystem haben und die Betriebssysteme sind eben halt alle eben halt nur auf 250 oder 280 eben halt und deswegen fahren sie schnell und der TGW darf dann auch schneller fahren. So, auf die Schaltung auf 40, aber ein bisschen gegensteuern. Gelbes Vorsignal müssen wir hier quittieren. Hauptsignal, das nächste Hauptsignal ist rot. Zug beeinflusst. Ja. Wechsel hier nach Litz. So, Geschwindigkeit immer runter, lass uns ausräumen. Genau, das sind ja auch nochmal neue Güterwagen. Kennt man schon, aber in der blauen Lackierung. Ich war. Die italienische Lackierung ist das, wenn ich mich jetzt nicht richtig in, also wenn ich mich richtig entsinne, glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber schön hier mit der Oberleitung, schön Zickzack-Oberleitung, wunderbar. Ah, Mensch, die Strecke gefällt mir. Die ist schön. So. Immer nach links. Chris Pop LG, moin. Moin, moin. Sei gegrüßt, Frau, dir geht's gut. Oh, ja, mal schon die Lokomotive, welche Zukunft hat die? Nicht erkennen. Schade. Passt der Zug hier überhaupt rein? Eieiei. Ich bezweifle es mal. FIFA. Ja, weiß ich mal, ob der Zug hier reinpasst. Ich zweifle es mal, aber mal gucken. So, links von uns der Bahnhof Pöchlaren. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Lass uns ausrollen. Auch der Güterwagen, den wir hier gerade fahren, mal eine andere Lackierung. Auch schön. Vorne noch ein Cityjet. Jo, ich hoffe, dir geht es auch. Ja, danke, der Nachfrage. Und mir geht es auch gut. Dankeschön, der Nachfrage. Signal zu halten. Wir sind doch schon ziemlich lang. Pöchlaren. Pöchlaren, ja, ich. Oh, Sprache ist immer schwierig bei mir. So. Gucken wir mal. So. So, zu den Bremsen an. Mal kurz gucken. Aber gerade so, du, also es ist schon knappe Kiste hier. Also, naja. So, Richtungswender können wir ausmachen. Bild B, Siever off. AFB machen wir aus. AFB. So, an diesem Morgen hast du dich wirklich wieder
von deiner besten Seite gezeigt. Ah, danke schön. So, Freunde, damit haben wir die Aufgabe geschafft, die erste Aufgabe. Wunderbar. Ach ja, und die Farbunterlüftung war sehr schön. Gut, sogar Gold. Wunderbar. So. Dann wollen wir mal. Ja, Steam Workshop Gegenstände. Wir suchen. S. So, erste Aufgabe geschafft. So, nehmen wir auch gleich eine zweite Aufgabe. Heute, oh, stürmisch heute, 18 Uhr. Gütertransport heißt die Aufgabe mit der ÖB 16, 35 Minuten. Fahren Sie den Güterzug von, was, Verschiebebahnhof VBF bis Linz mit, bis nach Ennis. Okay, dann machen wir das doch. So. Ja, es sind halt viel Güterzug, was hier im Tab mitgeliefert wird. Aber ist nicht so schlimm. Sonst haben wir mal viel Personenzug, dann kommen wir auch mal ein bisschen zu Güterzug fahren. Schadet ja auch nicht. Aber die erste Fahrt, also den Schreck am Schiff, der hier gefahren sind, der sah sehr gut aus, muss man echt mal sagen. Und ohne jetzt dann überhaupt nur eine Zwangse, und das war eine Sifa. Zwangse, weil ich draußen war und vergessen habe, die Sifa-Taste zu drücken. Also ich muss aber manchmal fünfmal gut drücken, dass eine Sifa annimmt. Ich weiß nicht, entweder es liegt auf einer Tastatur oder keine Ahnung. So. Mit diesem Zug geht es heute bis nach Enns. Doch besonders interessant dürfte die Reise dorthin werden, denn die Gleise sind heute stark befahren. Es kann während der Fahrt sogar zu Wartezeiten kommen. Ach, hi, Jemine. Dann machen wir das doch. So, wieder Doppeltraktion. Stark befahren sind die Gleise heute. So. Und Rainer, beachten Sie das Signal, bevor du losfährst. Gute Reise. Was ist das für ein Signal? Ist das Fahrtsignal? Ich denke mal nicht. So. Machen wir das Instrumentbeleuchtung an. So, richten wir es nach vorne. PZB ein, SIFA ein. PZB werden wir mal wieder auf Modus 70 schalten. Mittelzugart. Die Signale sind als. Machen wir mal an. So. Ja. Bremsen Sie mal ein bisschen an. Wir machen noch die ASB. ASB. Genau, die ASB machen wir an. So, auf 40 schalten wir das gute Ding hier. So. Jetzt möchte ich mir erstmal in der Zeit ja noch die neuen Güter mal angucken. Genau, was ich auch sehr schön finde, die sind auch wirklich unterschiedlich beladen. Ah, das sieht schön aus, wie beladen sind. So, wunderbar. Wunderbar. Genau, und die haben im Internet eine neue Lackierung bekommen, ne? Die Güterbahn. Wunderschön. So. So, Schlusstafeln sind dran. Wundervoll. So, ich glaube, wir haben eine Ausfahrt bekommen. Ich wollte aber noch kurz auf der Karte was gucken. Ach du Scheiße. Wo stehen wir? Wir sind hier. Irgendwie, ich glaube. Genau, wir fahren hier so eine Schleife einmal und dann geht es hier zurück oder irgendwie so. Sieht sehr interessant aus. So, ganz okay, Freunde. Und damit würde ich sagen, bleiben Sie lösen. So, und dann geht's los. Dann geht's los. Müssen gucken, ob alle Güterwagen auch mitkommen. Sieht sich erstmal hier so ein bisschen auseinander. Aber auch hinten der Güterwagen bewegt sich. Wunderbar, gucken Sie doch mal mehr erst weniger Gedanken darüber, aber in Realität sollte man sich ja vielleicht ein bisschen Kopf darüber machen. So, müsste Ausfahrt sein, oder? Erteilt. Gut, ich hab 30 Tage mal gedrückt. FIFA. So, ja, hat die Klappe. Auf der linken großen Güterbahnhof. Hey, es gibt in der Schweiz ein Weltrekord mit. Ja, habe ich auch schon gehört. Oder schon gelesen. Sah auch sehr interessant aus. Und das Video dazu auch angeguckt.
keine Ahnung, da war kilometerlang der Zug, kann man sich halt vorstellen. Und war auch noch voll mit Passagieren, war nur noch selbst ausgebucht oder irgendwie so. So. Dann geht's los hier für uns. Genau, wir fahren einmal hier so, und dann fahren wir hinten irgendwann später wieder vorbei oder irgendwie so. Irgendwie so. Mal abwarten. Wird schon interessant, die Fahrt. Zug beeinflussen. So, jetzt aber 40 hier raus. Na. Na. Bremse. Fällt mir schwer, ne? Mal sehen, wo das ist. Na, FPS ist hier ein bisschen niedrig. So, da man das Licht ausmachen, das Spitzenlicht draußen, spart man schon ein bisschen FPS. Das sind dabei dann sehr detailliert die Strecken. So. Grün-Gelb unser Hauptsignal. Ja, ich glaube, das heißt bei der Farbe 40. Kein Problem, machen wir. Machen wir das Fenster mal auf, wenn wir hier oben. So. Bestätigen. Oder auch nicht, okay. Hätte jetzt nicht sein müssen, ist egal. Oh, wunderbar. Daraus so. Ein paar Rangierlokomotiven von der ÖBB. So. Ja, ja, halt die Klappe. Sifa. Blablabla. So. Wolken sehen auch sehr schön aus hier. Bewegen sich zwar leider nicht, aber sieht schön aus. So, genau, jetzt haben wir einen riesen Wendeschleifer. Habe ich euch ja gerade eben schon gezeigt. Und dann gleich wieder auf der anderen Seite vom Güterbahnhof. Ah, schon echt cool die Strecke, muss man echt sagen. Wirklich eine coole Strecke, muss man ja wirklich mal sagen. So, weiter in Wetterfahrt bis 140. Gut. Da gehen wir gleich steil runter. Das haben wir kein Problem. So. Braucht man nicht bestätigen. So, nehmen wir die Geschwindigkeit runter. Schön steil runter jetzt hier, mein Gott. Mal gucken, ja, das ist ein bisschen gegenbremsen. Ah, ein bisschen mehr. Muss wieder ausfallen lassen. Da schiebt der fleißig. Ganzen Güterwagen da hinten. Ah, sehr niedrig die FPS.
ist er halt auf der anderen Seite vom Güterbahnhof hier in Linz. Wunderbar. Zwangsbremsung. Was? Warum? Zwangsbremsung. Warum? Zwangsbremsung. Warum? Zwangsbremsung. Ja, warum? Zwangsbremsung. Ja, warum? Zwangsbremsung. Ja, warum? Zwangsbremsung. Ja, warum? Zwangsbremsung. Warum habe ich jetzt eine Zwangsbremsung? Zwangsbremsung bekommen? Zwangsbremsung. War da was? Ob auch kein Signal gibt? Ah. Doch, da war ein Signal. Da war ein Signal. Scheiße. Na, willst du nicht? Na gut, lass mal ein bisschen Zeit. Daniel in Linz beginnt's. Ja, so sieht's aus. In Linz beginnt's. So. Du sagst es. So, dann mal beschleunigen wieder. Auf die 40. Wechselblinken 1000 Hertz. Sowieso nicht schneller als 100, sowieso nicht schneller als 45 fahren. Aber Linz VB West ST Abstecher ist 15, sollen wir kurz halten. Stück hier. Ja, machen wir das. Aber bis nach N's, oder wie das ausgesprochen wird, ist es auch nicht mehr bei 50 Kilometer. So. Gut. Die zweite Zange für heute Abend. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Oh, cooles, großes Gebäude hier, muss man ja mal sagen. Aber bestätigen hier. Zugbeeinflussung. So. Wunderbar. Aber wir haben auch ein Jetopative, so ein Stromabnehmer. Machen wir die alle Tage. So. Du hast den VS, v, also V-Soll wahrscheinlich, 40 km/h nicht bestätigt, V-Signal. Ja, das ist mir der auch, ist mir der auch aufgefallen. Entschuldigung. Vielen lieben Dank für die Zeit auch nach oben, Freunde, Dankeschön. Peter Parker, guten Abend, einen wunderschönen guten Abend, Peter Parker. Schön, dass du da bist, hoffe, dir geht es gut. Herzlich willkommen. So. Na, FPS, mal los hier. Naja, der frisst, aber ich war auf der höchsten Grafikeinstellung, davon abgesehen. Wundert mich jetzt nicht so. Meine Dankeschön für 3 Daumen nach oben, wunderbar, Dankeschön. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Abonnenten, die neu dazugekommen sind. Danke, danke, danke. Und gerne auch die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos oder auch Livestreams mehr zu verpassen von mir. So. Mal vorne wird das Hauptsignal. Mal Tab drücken. Keine Daten. Das Stream endet bald, außer du. Mein Gott, was ist denn jetzt schon wieder hier los bei YouTube? FIFA.
weil irgendwie gleich viel ein paar Probleme. Entschuldigung dafür. So. Aber jetzt sollte es eigentlich alles wieder funktionieren. So. So, jetzt müssen wir sowieso wieder warten am roten Hauptsignal, aber wurde ja schon zu Anfang gesagt, dass sehr viel, unterwegs ist hier auf der Hauptstrecke. So. Ach ja, dann müssen wir warten hier, bis es grün wird. Das Symbol hier eigentlich. Was ist das denn hier für ein Symbol? Weiß das einer? Wenn ja, gerne mal rein in den Chat. Und falls ihr fragt, nein, ich habe hier vorher nicht das Handbuch durchgelesen. So, wir können uns ja in der Zeit mal so ein bisschen die Karte angucken. Und zwar beginnt die Strecke hier in Linz, Hauptbahnhof. Also das, hier ist ja auch eine Fresse Güterbahnhöfe hier über. Güterbahnhöfe, das ist ja echt groß hier. So, und 190 Kilometer lang ist die Strecke. Ja, auch mit Schnellbahnstrecken eben halt, wie hier zu sehen. Ja. Und eben halt auch Regionalbahnlinien. Dann weiter und weiter und weiter und weiter bis nach Sankt-Pölten bzw. weiter bis nach Pottenbrunn. Unter anderem, ja. 190 Kilometer. Genau, ist schon echt schnieker. So, wo stehen wir gerade? Wir stehen gerade hier. Kommt jetzt noch irgendein Zug? Oder wollen wir nicht von hinten? Ich sehe nichts. Ich glaube, das Symbol steht für Bremse angezogen. Kannst du mal testen? Du hast recht. So. Fängt jetzt auch an zu regnen hier. Eine Frage der Zeit, bis wir fahren dürfen. So. Hier schon irgendein Zug hier durchfahrt? Oh, ist ja alles rot. Was ist das denn jetzt hier? Nein. Oh Gott sei Dank, der ist schmiert. Ach, hier vor uns hat ein Güterzug. Ah, Vectron. Moin. Wunderbar. So. Boah, der Regenzaun ist auch schön. So. Müssen wir halt mal warten halt, ne? So ist es dann. Und Wallerfahrt. Aber scheinbar schon. Stufe höher schalten, Bremse lösen. Na, geht's los. So. Wird aber zappenduster. FIFA. Ach, dann machen wir alles, wir wollen es halt bequem haben. Zugbeeinflussung. So. So. Wir können uns erstmal draus befreien, Ausweiter mit 40 und dann dacken wir hinterher mit dem anderen Güterzug hinterher. Da kommt doch mal ein Taurus Ho uns entgegen geschossen hier. Tabiswagen. Schön. So, der nächste Halt ist dann Hennitz, habe ich ja so ausgesprochen.
Der Abstand ist 1 in 12,6 Metern, aber wir haben wieder was Verrotes von unserem Häuser. Das ist ein bisschen gelbes Vorsignal. Vielleicht haben wir Respekt bekommen. Gut beeinflussen. Mal gucken. Also ich und meine Lokbremse, Freunde. Schlimm. Aber Daniel, danke schön, dass du mich immer wieder erinnern tust. Ah, Gott. So, aber jetzt ist sie gelöst, ja? Ah, Gott, ey. Taurus. Ah, schwer. Obwohl, es ist bei Taurus 2. So. Fahren wir gleich durch den Bahnhof von Jens Elsberg. Oh, hier können wir mal eine Landstraße und einen Fluss. Aber keine Ahnung, wie der Fluss heißt. So, irgendwas Gelbes sehe ich. Aber stetige. FIFA. Ringtui schreibt, hi, Ringtui, sei gegrüßt, schön, dass du da bist, heute geht's gut. So, dann Scheinwäscher auch ausmachen. Auf der Zeit nehmen. Dann schreibt, ja, jetzt passt's, perfekt. So, Bremse lösen wir mal. Und die wundern, warum er immer, wenn ich die Geschwindigkeit abgenommen habe, warum er dann immer so, ja, so stark immer gebremst hat. So. Dankeschön für 4 Daumen nach oben, Freunde. Danke. So. Ist jetzt hier grün, gelb, nicht? Sehen, das ist das Problem. Ja, manchmal diese Scheißschutzmauern, die sind manchmal auch nicht so der Burner. Nee, das was rot ist. So, mir geht es gut und wie geht's dir, mein Freund? Danke, Ventui, schön, dass du schön erst nachgefragt hast. Mir geht's auch sehr gut. Danke der Nachfrage. Daniel schreibt, ich glaube, eine RWA Taurus würde dir besser stehen. Das ist eine RWA Taurus, lieber Daniel. Das kommt nicht in Frage. Also. Dann lieber so, aber ganz ehrlich, du erinnerst mich halt mal daran. Also von Dinger, dann ist doch gut. Dann ist doch gut, was will ich mehr? So. Das freut mich schon natürlich. Ja, das freut mich auch, dass es dir gut geht. Sehr schön.
vorne drin, was gelb ist. Meine Fresse, ey, gelb, grün, gelb, grün, gelb, grün, rot, 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 gelb, grün. Ach, keine Ahnung. Schlimm, schlimm, schlimm. So, ist grün geworden, perfekt. Dann kann man jetzt sogar ausgeben hier. Wenn ich es auf 100. Fahren in der mittleren Zugart. Da dürfen wir sowieso nicht mehr fahren. So. Hören wir mal. Aber die blauen Gitterwaggons da hinten. Ist schön. Ah, oh. Ah, Taurus 2 mit der City. Schön. Ah, oh. CD-Chat. Sei gegrüßt. Anke 040, sechster Warner. Ich meinte Taurus von Rebels Austria. Ja, sind das nicht die komplizierten oder sind das hier diese vereinfachten? Ich weiß es gerade nicht, ich muss ihn nur einschreiben. Zugbeeinflussung. 40 Ankündigungen, Halt erwarten. Natürlich schreibe ich dir jetzt, es ist schon, ich habe Schule. Was? Ja, das geht. Ist so, ich habe in der Schule gelernt, ich war so schön, so traurig. Wieso, was an? Ein Grüß. Daniel ist er bei Just Trends. Okay. Aber ist die besser oder ist die schlechter? Also Just Trends habe ich zwar jetzt auch schon häufig eingekauft, aber ich weiß jetzt nicht, ob die besser oder ob die schlechter ist. Daniel, muss ich mal reinschreiben. Geradeaus hier rein, dann kann man das schön befreien. Dann kann man Gas geben. So. Wunderbar. So, 5,8 Kilometer noch bis zu unserem Halt in Enz. Da soll man nämlich dann den Güterzug abgeben oder abstellen. So. Mein Tool schreibt, ich meine, mir geht es schon gut, aber ich habe in der Schule geweint, weil es war so traurig. Es war was Trauriges, glaube ich. Ja, aber was war denn? Mein Grüß. Oh, du musst schon dazu schreiben. So. So, Vorsicht, neues Grün, wunderbar. So, alles an Paletti hier. Schon echt cool, die Strecke wirklich auch. Das soll man wieder ändern und rein. Wirklich schön. So, sieht man das auch grün. Wunderbar. Oder? Das ist hier so vieles. Aber hauptsächlich mal das Grün. Ja, hauptsächlich mal das Grün. Da kommt noch was Gelbes. Rot erwarten, glaube ich. Erstmal ein paar Videos an oder ich zeige. Okay, das finde ich schlecht. Ein sehr lustig umgesetzt wurde. Das ist nicht schlecht. Naja, ich schaue dann mal. Mal sehen, was das ist.
hier rum. Geht die Scheiße schon wieder. FIFA. So, Freunde, tut mir leid, irgendwie, ja. Transmitter hatte ein paar Probleme. Oder das Stream und Transmitter haben irgendwie zusammen Probleme. Keine Ahnung. Das ist komisches Verhalten. Dazu muss ich mich entschuldigen. Genau, Daniel, und nochmal zu deiner Sache. Ich weiß nicht, ob man das dann noch gehört hat. Okay. Wenn es realistisch ist, das finde ich sehr gut. Ja, dann gucke ich mir mal ein paar Videos dazu an. Ist ja kein Nett. Fahren wir nur noch 50, aber zählt nicht mehr für uns. So. Auf Abstellgleis Nummer 1. Ja. In Enz. Wunderbar. So. Ach schön. Das ist wirklich ein richtig geiles Szenario gewesen. Wirklich, wir haben den kompletten Linzer Güterbahnhof einmal von der linken, von der rechten Seite fahren und dann eine riesen Wendeschleife und dann auch Eger hier Stops gehabt, eben halt, weil die Züge vor uns fahren. Ach, das ist schon wirklich echt cooles Szenario gewesen, muss man echt sagen. Mir sehr gut gefallen. FIFA. Machen Kopf zu. Und da haben wir mal. 25 fahren. Ich weiß nicht, ob es hier in Österreich auch sowas wie ein 500er Herzmagnet gibt. Keine Ahnung. Wird es bestimmt geben, aber ich habe bis jetzt in Österreich noch keinen gehabt. Muss ich mal ja, dazu sagen. Ja, der ist da. So. Also wenn das mal die 1A Bremsung war hier, dann ist es ja auch nicht mehr. So. Jetzt ist das geschrieben. Wir haben Mr. Bean geschaut und da war so eine Wagen. Das war so ein Wagen. Und das war so ein Wagen wie mit Schüsse. Schüssen, so wie im Krieg und der ist. Du bist wirklich, was? Du hast wirklich gute Arbeit geleistet. Sehr schön, wunderbar. Der Krieg und der ist bei Mr. Bean auf sein Auto rübergefahren und sein Auto war kaputt. Und dann hat er mich traurig gemacht. Und Mr. Bean hat geweint. Wofür, wo ich klein war, habe ich es auch geschaut. Und als habe ich dann aufgeräumt. Naja, mein Gott, dann ist das so. Dann ist es leider Gottes, oder kann man das? Ja, du, der eine ist emotional, der andere nicht. Ich heule auch bei vielen Filmen, woanders ich so denke, ach du Scheiße, warum machst du das? Ja, wie gesagt, schäm dich dafür nicht. Es ist halt so, mein Gott, was willst du machen? Und dann der eine ist eben halt auf der Linie eben halt sehr emotional, der andere hat eine ganz andere Linie. Das ist eben halt so. Daniel schreibt, ha, die Folge kenne ich. Ja, gut, die sagt mir gerade nichts von Mr. Bean. Ich habe Mr. Bean zwar früher abgeguckt, aber doch, die Folge kenne ich nicht. Sagt mir gerade nichts. So, Freunde, ich würde sagen, eine Güterfahrt werden wir noch machen. Oder eine, ja, doch eine Güterfahrt. Auf Verkehrszeit.
Ah ne, wir fahren jetzt einen Regozug. Mit dem Regionalzug geht es von St. Valentin nach Linz. Gute Fahrt. Okay, das ist unsere letzte Aufgabe für heute. Auch mit der ÖBB 1116 wenn wir noch einen Regionalzug fahren. Sonst hat man zwei Güterfahrten. Jetzt machen wir ein Güterzug-Szenario. Ich würde sagen, wir starten mal rein. Wie gesagt, das ist halt so. Meine Grabs, was du auch traurig ruf. Du in der, wo du die Folge. Das kann nur der Daniel antworten. Ein bisschen, alle liebt. So. Guten Morgen, heute geht es für dich mit dem Regionalzug nach Linz, mit den City Shuttle sind unterwegs. Der ÖBB. Wunderbar, nehmen wir uns noch den City Jet. Wunderschön. So, starten in St. Valentin. Auch schön so lilaner Himmel. Oh Gott, das ist ja richtig grell hell. Bitte vergesst nicht, die Fahrgäste am Bahnsteig zusteigen zu lassen. Dann machen wir als erstes die Türen öffnen. Schalten die BZB ein, die SIFA ein. Schalten uns die AFB. Genau. AFB. AFB 1 machen wir auf 60 hoch. So, die Lokbremse lösen wir. Ziehen aber ein bisschen die Zugbremse hoch an, solange wir stehen. Und ja, Lichter sind an. Pato ist auch oben. So, ach du Scheiße, geht mir ab. Richtige Party hier. So, und wir haben 1, 2, 3, 4. Wir haben 7 Haltestellen vor uns. Oder 6 noch. Freunde, vielen lieben Dank für 5 Daumen nach oben. Dankeschön. So. Wie viele Kilometer sind denn das eigentlich? 24 Kilometer. Okay. Wenn du schreibst, ich bin gleich wieder da. Oh, ja, alles klar, wegen Tools. Alles klärchen. So, ist ja irgendwie Licht an. Und zock hier. Nee. So, alles klar. So, steht Ausfahrt schon? Ja, weiß ich nicht. Ich vermute mal. Mit diesen weißen Punkten kann ich nicht schwer anfangen. So. Was ist los? Wir gucken kurz. Sieht alles gut aus. Passagiere sind weg. Dann geht's los, ja. Zug beeinflusst. Wir befreien uns aus der Probeüberwachung. Nächste Station ist Ennsdorf, auf Gleis 2 und 4,4 Kilometer. Ausfahrt mit 60, machen natürlich auch die Instrumentbeleuchtung an. FIFA. Und ich würde sagen, ich setze dich chronisch mehr. Machen Sie mal wieder aus. Jetzt sehe ich was. Na, besser jetzt? Nee. Zug beeinflusst. Vorsicht halber bestätigt, man weiß halt nie so. Fahren auf eine Strecke zu? Ne, machen wir nicht. Perfekt. So, dürfen wir bis auf 160 beschleunigen. Wunderbar. Läuft ja hier wie Länderspiel. Taurus. Taurus sage ich, mein Gott, Alter. Ach, was war das? Vectron, mein Gott. Wenn das City waren oder Nightjet waren. Ja, auf die Ecke, wie man das nimmt, ne? Was haben wir? Grüß dich! Ja,
Aktiver. Beschleunigen kann. Ich das eingeschaltet, alles grün. Wunderbar. Supertaster und dann nochmal durchdrücken. So. Oh, die Kiste geht ab hier. Meine Fresse, Alter, wirklich. Geil. Guckt euch mal den Mond an. Ha! Junge, 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 Junge. Schreibt, ha, du fährst gerade mit dem alten BM PZI-Wagen. Da kommt meine alte Erinnerung wieder. Das glaube ich dir. Sind die gar nicht mehr unterwegs hier in Österreich? Die fahren noch nie in Österreich. Kann ich jetzt nicht dazu sagen. Aber es sind sehr schöne Wagen, muss man sagen. Von der Innensicht? Ach, geht's auch. Wunderbar. Von innen, ja, geht, aber von außen sehen sie schön aus. So. Sieht alles gut aus. Fahrt geht weiter. Auf gehen wir mal runter auf 150 und dann geht's los. So. Diese Station ist dann Enz. Hauptbahnhof in 2,3 Kilometer. Geht er hier rucki zucki, oder? FIFA. FIFA. Hey! Hallo! Wollte gerade sagen, du, mein Freund, ich habe 5-mal gedrückt, Alter. Das gilt nicht. 5-mal, Digga. Das ist bestimmt Ankündigung 60 oder irgendwie sowas da, ne? Keine Ahnung. Zug beeinflusst. Ich glaube mal. 80? Kann auch 80 sein. Ich bin wieder da, schreibt den Grüß. Wunderbar. Schön. Freue mich für jeden dafür 100 Aufrufe. Dankeschön. Ah, wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Wir haben noch 20. Wir sind heute eh noch unterwegs, aber nicht mehr überall. Achso, okay, Daniel. So, wir warten mal von selber ab auf 60. Auch nur, weil ich mir jetzt sehr unsicher bin. Aber ich würde... Ihr habt 60. Ah! Gut gemerkt noch. Gut gemerkt noch. So. FIFA. Mach doch den Kappe zu, du. Beeinflussung. So gut, ey Leute, guckt euch mal den Mond an. Bruder, das ist ein bisschen unrealistisch. So. FIFA. Das Gefühl, dass sie sicher ja alle 10 Sekunden gehen, ja alle 30 Sekunden. Ja.
City Jet rein, Doppeltraktion. Türen auf. Daniel schreibt, du gewöhnst dich langsam daran. Ja, ja, genau. Ich gewöhne mich langsam daran. Wenn du schreibst, morgen noch später Schule, so wie heute. Und morgen sagt man gerne Wochenende. Ja, du kannst sagen, wo der in der Wochenende. Ich muss Wochenende arbeiten, wenn du willst. Genieß die Zeit dort. Genieß die Zeit dort, solange du in der Schule bist. Genau, ja, gönn ich dir. Wenn du morgen erst später in die Schule musst, ist das natürlich auch was Schönes dann. RSSLU hat ganz schön prominente Überbeleuchtung, finde ich, ne? Vor allem was so Bahnsteige anbetrifft. Ist das schon so ein bisschen krass überbeleuchtet. Na komm, Taurus. Aha, was geht's los? So. Okay. Nächste Station ist Astenfishing. Interessanter Name. Lucia, in FPS. Aha. Jetzt ja. So, Auswahl mit 60. Ja, irgendwie ist. Aber das geht schon. Das geht schon. Also gut, ich habe Samstag habe ich frei, aber Sonntag muss ich arbeiten. Habe ich Frühschicht und Spätschicht. Ja. Sonntagabend, der Livestream wird auch erst ein bisschen später kommen. Zur Information, ich denke mal so nach 20, so zwischen 20 und 21 Uhr. Vorher bin ich nicht zu Hause. Ich weiß, was du kannst schreiben machen. Ja, könnte ich machen, wenn du es, aber das Problem ist, meine Hausärztin, weil wir auf dem Dorfe wohnen hier, oder weil ich hier auf dem Dorfe wohne, hat nur von Montag bis Mittwoch offen. Und sonst müsste ich 80 Kilometer fahren bis zur nächsten Ärztin. Und da habe ich keinen Bock. Genau. Ja, ja, Sifa. So, 60 dann gleich. Kann man auch hier schon mal hochschalten. Falls ich lege mein PC-Stuhl runter. Ist ja wunderbar. Haben egal PS-Einstürze hier auf der Strecke. Fand ich so toll. Naja, was willst du machen? So, mal ein bisschen beschleunigen, mal ein bisschen Gas geben. Wirklich schalten. Nein, das ist nicht gut. Ich würde es auch nicht machen. Das war Spaß. Ja, ja, weiß ich doch. Alles gut, wenn du es. Weiß ich doch. Die Türen auf. Fenktur schreibt, ich habe bei Steven gesehen, dass Sebas am 1.12.
was stand was wegen 1.12. Nee, die 1.12 ist jetzt rausgekommen. Dazu gibt es auch nächste Woche ein Video, ich denke mal Dienstag. Aber ich habe ein Video aufgenommen, wo ich euch die 1.12 vorstelle, die Beta-Version. Genau, da ist wieder neue Sachen, die hinzugefügt wurden. Genau, nächste Woche Dienstag, dazu kommt ein Video auf meinen Kanal. So. Na gut. Pasche hier ganz weit weg. Taurus musst du losfahren. So. Und dann geht's weiter. Die nächste Station ist Linz. Pichling. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeiht es mir. Ah, genau, genau, wie du bist. Genau. So, und beschleunigen. Ah ja, auch der Zaun von der Taurus, das ist so geil, dieses. Wunderbar. Love it. Weiß ich nicht. Ich denke mal, entweder jetzt irgendwann noch November, Richtung Ende November zu, oder Ruhe, Talent 1. Oder Dezember. Also dieses Jahr soll ja noch kommen, aber wann ganz genau, weiß ich nicht. Bin ich selber gespannt und warte selber ja, drauf. Kein Tourist. Ja, aber wir warten alle. Wir warten alle. So. So. Nochmal. Da war ein Linz Piching zum Stehen kommen. Okay, bin mal gespannt. Ah ja, ich bin auch gespannt, wie so eine Tonschule wird. Kannst du mir glauben. Ich bin auch gespannt, wie so eine Tonschule. Radfahrt, Hotel trinken, was anderes kann man nicht machen. So, Linz Piching. Station. Schreibt, ich habe noch mal Sebastian gespielt, da kommt immer noch dieser Fehler und Werle rausgeschmissen. Wie gesagt, du musst wirklich Grafik, da musst du wirklich gucken oder Belichtungssystem niedriger schalten, wirklich jede Grafikeinstellung kann wirklich helfen, du. Das ist schwierig, aber wie gesagt, wo jetzt die 1.12 rauskommt, ich musste auch wieder. Ich habe bestimmt 2 Stunden gebraucht, um das Spiel wirklich flüssig hinzubekommen. Wo eben halt dann wirklich genügend FPS dann waren. Ja. Ist leider so. Habe ich Schreibfehler gemacht. Alles gut, fängt es passiert uns allen. Den eben mehr, den eben weniger. So. So, das ist die Station Linz-Elsberg. Dann lachen wir mal. Dann haben wir 40. So, mal wieder keine Daten, oder nicht ausreichend Daten.
vorher, tut mir leid, gab es mal wieder irgendwie Datenprobleme hier mit YouTube. Ich bitte dies zu bedauern. So, Taurus 2. FIFA. Guter Zug. Grüß, mein Freund. So, grün, gelb, 60 Ankündigung. Schon Linz Hauptbahnhof. In 8 Kilometern. Na dann. Dann muss ich gleich mal über das große Gleisvorfeld durchprügeln. Also es ist wirklich eine sehr coole Strecke, obwohl wir wirklich noch nicht viel gesehen haben, aber es ist jetzt wirklich eine richtig, richtig, richtig coole Strecke. Muss man echt mal sagen. Macht wirklich sehr viel Spaß. So. Ja, so sieht gut aus. War auch richtig geil hier, dass die Leute auch hier drinnen sitzen. Ah, sieht sehr gut aus. So, gut. Weiterfahrt mit 60. Also ist das Hauptsignal. 60. Ja, wir haben mal rechte Blicken. Das heißt, 45 dürfen wir erstmal noch fahren. Gut, das sollten wir hinbekommen. Gegenbremsen. Machen wir hier mal schon irgendwie hin. So, kann ich erstmal draus befreien und dürfen dann erstmal beschleunigen auf 60. Alles grün. Nee, 60, okay, gut. Wahrscheinlich gleich einen Gleiswechsel oder sowas haben. Bahnstrecke zwischen Elbsberg und Hauptbahnhof war bis 2010 noch eine Haltestelle. Linz, kein München, die jetzt nicht mehr existiert. Ah, okay, cool. Danke für die Info. Ja, aber hier steht auch Kleinmännchen unten jetzt auf dem FD3-Monitor. Also irgendeine Markierung ist ja. Und wir müssen mal gucken, ob jetzt hier noch ein Bahnhof ist, ob RSLO hier einen Bahnhof hingebaut hat oder ob hier keiner ist. Müssen wir mal gucken. So. Und die Augen offen halten jetzt. Aber Daniel, warum gibt es den hier nicht mehr? Wisst ihr das auch zufälligerweise? So, Beschleunigung auf 100. FIFA. FIFA Tante meldet sich auch nochmal. Hier wäre jetzt eigentlich auch LZB, warum die Technik jetzt nicht aufgenommen werden, weiß ich auch nicht. So, Hauptsignal ist grün, wunderbar. Grünstück Nachricht, okay. Und die Nachricht zurückgezogen. Dann sind wir auf 90. Nachricht überlesen. Achso,
Morgen ist wieder in der Schule in Küche rum. Mann, es wird wieder stressig werden, weil wir viele Schüler sind in der Küche. Ist das immer so für Schüler, also in der Schule. Ja, das glaube ich dir. Augen zu und durch. Sage ich mal, fängt du jetzt. Du schaffst das schon. Glaub an dich. So. Lassen uns ausrollen. Wir sind immer Steilberg runter. Und gleich wieder Steilberg hoch. So. Entschuldigung. Dass der Name ich überlesen habe. Es wäre total schlimm für mich, wenn wir drei oder fünf wären, wäre cool. Alles cool, nicht so schlimm, dass man in Arbeit gewesen ist. Alles klar. Gut. Dankeschön, dass du mich verzeihst. So, das Grüne, das Gelbe, das so Rot aber. So. Fahren wir mal eine Linse auch noch rein hier. Rangiersignale, will mir da jemand. Himmel, Herr Jemine. FIFA. Naja. Mach einen Kopf zu FIFA. Links von uns der City Jet. Ey, wirklich wunderbares, also richtig schönes Gefährt. Sorry Leute, Entschuldigung für die FPS, aber ich kann es gerade auch nicht ändern. So. FIFA. So. Und Tür auf. Matthäus hat geschrieben, ich habe in der Schule, bin immer hilfsbereit und halte die Tür für die Schüler. Und ich habe meine Freunde, die total glücklich und dann bedanken sich richtig und er sagt zu mir, ich, der beste Schüler in dieser Schule bin. Das ist doch schön. Das ist doch viel wert, wenn du es.
Das schafft auch nicht jeder. Nee, aber wirklich, kannst du schotterlich sein, wie gesagt, bleib so wie du bist und dann ist gut. So, sehr schön, du hast es geschafft. Juhu. So, Freunde. Drittes Szenario damit auch geschafft. Von 5. Hat er erst mit Lucia. Ah, auch wieder Gold. Ah, ist ein Tribe-Champ. So. Na, Freunde, so schlecht kann ich auch gar nicht sein hier. Wenn ja, das war Gold, das ist Gold, das ist Gold. So, Freunde, den JR 544. Also heute soll es mit dem JR, also Railjet, glaube ich, 544 von St. Pölten nach Linz fahren. Ob das dabei alles reibungslos verläuft, ob dabei alles reibungslos verlaufen wird, das werden wir dann am Sonntag im Video sehen. Und dann gibt es hier noch ein Szenario, und zwar das Winterparadies. Dieser Güterzug muss von Amstetten nach St. Valentin. Doch die heutige Herausforderung liegt ganz klar an der Jahreszeit verborgen. Der Winter ist hereingebrochen und die Schiene ist glatt. Genau. Das werden wir irgendwann nochmal sehen, vielleicht im Livestream. Aber die Aufgabe hier mit den Railjet, das werden wir am Sonntag sehen. Ich mache das sehr gerne. Und das ist schön. Venturis, das ist schön. Ich muss aufhören. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, Venturis. Und mit den Worten muss ich natürlich auch aufhören. Ich wünsche es dir natürlich auch. Bedanke mich an allen Leuten, die zugeschaut haben. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben über die neue Strecke St. Pölten-Linz. Fazit. Also ich muss sagen, ist wirklich eine sehr schöne Strecke. Wirklich verdammt teuer. Also wirklich die teuerste Strecke, die ich in meinem Leben gekauft habe. 36,99 Euro über den RSSLU-Shop. Den Link dazu habe ich euch noch nicht reingemacht, den werde ich noch nachtragen. Reinmachen. Ne? Oder ihr geht einfach auf RSSLU und dann guckt ihr eben halt nach St. Pölten Linz die Strecke. Könnt ihr euch hinterher dann darüber kaufen. Ja, wie gesagt, sehr schöne Strecke, schön detailliert einem drum und dran. Hat mein PC ein bisschen zu kämpfen mit der höchsten Grafikeinstellung. Mit FPS und allem dran schön, und allem drum und dran. Natürlich schreibt Dankeschön, mein Freund. Na ja, aber bitteschön, du, gar kein Problem. Ja, auch schön, neue Lokomotive eben halt, die ÖBB 1116 der Taurus 2 Familie, ja, die mit dabei ist eben halt, ne, die City Shuttle Wagen, die City Jet Wagen, also die City Jet, dann die Railjet Wagen sind mitgeliefert, neue Lackierungen für Güterwagen und auch neue Güterwagen, sowie auch, ja, die Vectron, die Baureihe 193 wurde mitgeliefert als KI-Fahrzeug, Talent 1 wurde mitgeliefert als KI-Fahrzeug und ja, den Rangier-Lokomotive mit der Baunummer, Baureihennummer, schieß mich tot, weiß ich immer noch nicht. Genau, Freunde, wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank auch an alle, die den Kanal abonniert haben heute. Natürlich an euch draußen auch ein großes Dankeschön, Freunde. Schaut gerne beim, ja, meinem Instagram-Kanal vorbei. Link ist unten dazu in der Videobeschreibung. Auch Discord könnt ihr auch gerne abchecken. Der Link ist dazu auch unten in der Videobeschreibung. Ja, zwei Kanäle könnt ihr auch gerne abchecken. Link dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Damit bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, Freunde. Und ja, mal gucken, ob ich morgen einen Livestream mache. Weiß ich noch nicht. Wir werden es sehen. Und ja. Freunde, damit würde ich sagen, bin ich raus. Euer Scholz von Jenkos. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Allzeit gute Fahrt wünsche ich euch. Und natürlich noch einen schönen